Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Mein heutiger Gast, Industriepräsident, RBM-Manager und jetzt auf dem Weg ins Europaparlament. Ich grüße Sie, Hans-Olaf Henke. Hallo. Wir sind jetzt hier auf dem Parteitag der AfD. Abgesehen von der Programmatik, fühlen Sie sich so von den Personen, die hier sind, politisch beheimatet schon? Ja, ich habe mir die Partei ja nun monatelang vorher angesehen und war bei vielen Veranstaltungen und stelle fest, zu meiner Überraschung muss ich sagen, dass die überwältigende Mehrheit der Sympathisanten und Mitglieder aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen, dass das Bildungsniveau in dieser Veranstaltung weitaus höher ist als das in anderen Parteiveranstaltungen. Ich war ja schon überall in meinem Leben, habe mir das mal angeguckt. Und vor allen Dingen, dass mit einem wunderbaren Enthusiasmus hier an einer neuen Politik, vor allen Dingen was die Europäische Union betrifft, gearbeitet wird. Ich war ja schon mal bei der Piratenpartei beim Auftakt. Das war in so einer Halle ein bisschen rustikal gehalten. Wir sind hier jetzt im Maritim Hotel Pro Arte gegenüber vom FDP-Haus. Ist ein anderer Stil hier erstens, den ich hier beobachte, und zweitens, tut das weh, wenn man hier reinläuft und dann sieht man noch das FDP-Haus da? Nö, ganz und gar nicht. Ich war ja nie in einer Partei vorher. Ich habe allerdings, und darauf spielen Sie ja wohl mit Ihrer Frage an, immer mit der FDP sympathisiert, weil sie eine Partei liberaler Ideen war und ist. Aber seitdem sie fast sämtliche liberalen Grundsätze in der Europapolitik über Bord geworfen hat, nur um den Euro zu retten, ist sie für mich erledigt. Insofern ist das, was der FDP gerade passiert, ja auch ein Problem der FDP-Führung. Sie ist nicht in der Lage, so wie ich, zuzugeben, dass sie mit dieser Europolitik einen Fehler begangen hat. Und das hat verschiedene Gründe, warum sie dazu nicht in der Lage ist. Die alten Granten wie Genscher und Co., die haben immer noch das Sagen und lassen es offensichtlich nicht zu. Wir wissen ja, dass ein großer Anteil der FDP-Wähler mit dieser Euro-Rettungspolitik nicht einverstanden ist. Ich frage mich eins, Sie haben ja den absoluten sozialen Aufstieg geschafft, waren Manager von einem Riesenunternehmen, Industriepräsident, alles. Es gibt jetzt Preise, die Ihren Namen tragen, Schmetterlinge werden nach Ihnen benannt. Was treibt einen dann noch, Sie sind jetzt über 70, noch Parlamentarier werden zu wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich bin seit meinem 54. Lebensjahr in diesen Positionen. Ich war 6 Jahre lang BDI-Präsident und 5 Jahre lang Leibniz-Präsident und bin seit 12 Jahren an der Universität Mannheim immer ehrenamtlich tätig gewesen. Und das sind Positionen und Aufgaben, die ich mir selbst ausgesucht habe, weil ich immer dachte, ich könnte was in diesen verschiedenen Bereichen tun. Und ich finde, wenn man mit irgendwas in der Gesellschaft nicht zufrieden ist, dann sollte man in die Speichen greifen und es versuchen zu ändern. Bei der Europolitik habe ich ja nun lange, in den letzten 3 Jahren, durch Bücher, Veröffentlichungen, Fernsehauftritte und so weiter, immer wieder versucht, die politische Richtung zu verändern mit den etablierten Parteien. Das ist nicht gelungen. Deutschland ist inzwischen das einzige Land, wo es in dem Parlament keine Eurokritiker gibt. Profitiert die AfD davon, dass dieses Thema von den anderen Parteien überhaupt nicht bearbeitet wird? Absolut. Ohne dieses Thema hätte es die AfD gar nicht gegeben. Und wenn die FDP zum Beispiel damals in ihrer Mitgliederumfrage sich für eine andere Politik entschieden hätte, dann würde die FDP ganz anders dastehen und die AfD hätte es nicht gegeben. Also Frank Schäffler hat ja nicht mal irgendwie jetzt einen Vorstandsposten oder sonst was bekommen. Also Christian Lindner konnte den auch nicht integrieren oder wollte nicht. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass die FDP da noch irgendwie zu was kommt? Nein. Sie haben zu Recht bemerkt, wie man mit dem Herrn Schäffler umgegangen ist. Aber alle Parteien sind mit ihren Euro-Dissidenten so umgegangen. Sie werden marginalisiert, lächerlich gemacht, sie werden aus den Positionen entfernt, sie werden beleidigt. Ich darf daran erinnern, dass der damalige Kanzleramtsminister und damit die rechte Hand von Frau Merkel den Herrn Bosbach gesagt hat, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Das ist alles typisch für die Art und Weise, wie, ich möchte mal sagen, die gesamte deutsche Elite mit den Eurokritikern umgeht. Das ist ja nicht nur die Elite in den Parteien.
Es ist auch die Elite in der Wirtschaft und es ist auch die Elite, die Chefredaktion der, in den deutschen Medien. Gibt es eine Medien-, Politik- und Wirtschaftselite Ihrer Meinung nach, die hier irgendwo in Berlin sitzt, die abgesprochen ist? Nein, die ist nicht abgesprochen. Nö, das würde ich gar nicht unterstellen. Aber es gehört irgendwie zum selbstgewählten politischen Kommand gegen die Alternativen der Europolitiker sich auszusprechen. Und offensichtlich fehlen inzwischen denen die Argumente, denn man kann ja diese verheerenden ökonomischen Folgen der Europolitik im Süden Europa, sehr gut besichtigen. Wir haben dort fast ausnahmslos Rekordarbeitslosenzahlen. In Griechenland sind 60% der Jugendlichen ohne Arbeit. Das ist in Spanien ähnlich und in Frankreich ist es jetzt demnächst fast auch so. Man kann deutlich sehen, dass der Euro viel zu stark geworden ist für die südlichen Europaländer, einschließlich Frankreichs. Auf der anderen Seite ist er zu schwach für die Deutschen. Das heißt, im Süden wird nicht mehr gewachsen, dort funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, die Wirtschaft schrumpft. Und im Norden, in Deutschland, findet man vor dem Hintergrund eines aus deutscher Sicht abgewerteten Euro es ganz einfach zu exportieren. Ja, das ist im Augenblick das System. Ich halte es für unmoralisch, wenn die deutsche Industrie vor dem Hintergrund eines abgewerteten Euro lustig exportieren kann und der deutsche Steuerzahler und seine Kinder für die finanziellen Folgen eines zu starken Euro im Süden aufkommen muss. Nehmen wir an, in wenigen Monaten sitzen Sie da im Europaparlament. Was steht an? Was macht Hans-Olaf Henkel? Also wir wissen eins, egal wo Sie in welcher Funktion waren, es gab Kontroversen und die haben Sie auch nicht gescheut. Was haben Sie im Europaparlament vor? Naja, das ist eine gute Frage. Ganz genau weiß ich das selbst nicht. Aber mir schweben folgende Dinge vor mit den hoffentlich zahlreichen Kollegen aus der AfD, die dann mit mir zusammen an der Spitze, Herr Lucke, in dieses Parlament einziehen. Erstens werden wir in diesem Europäischen Parlament nach Gleichgesinnten suchen. Denn mir ist eins klar, selbst wenn die AfD 25% bekommen hätte in der letzten Bundestagswahl, die anderen 75% hätten die immer noch niedergestimmt. Denn eine Änderung dieser grotesken Europolitik wird niemals von Deutschland kommen. Sie muss von anderen Ländern aus Europa kommen und die Chancen stehen gut. Denn eins ist klar, und das sagen alle bisherigen Analysen und Umfragen, die Anzahl der Eurokritiker im neuen Europäischen Parlament wird dramatisch steigen. Also Punkt 1, wir werden uns nach internationalen Verbündeten umsehen, und zwar solchen, mit denen wir gut kommunizieren können und die zu uns passen. Laut Spiegel verhandeln AfD-Menschen mit der UKIP, also mit der Independence Party in Britannien. Kommt das für Sie in Frage? Werden Sie mit Nigel Farage oder also Farage? Das weiß ich noch nicht. Wobei ich sagen muss, es ist auch schon seltsam, dass man den Nigel Farage nun in irgendeine schreckliche Ecke stellt. Also in Großbritannien genießt er einen anderen Ruf als bei uns. Dort wird er nicht als undemokratisch oder so hingestellt, sondern Nigel Farage ist gegen die EU. Das sind wir nicht. Also hier ist eindeutig eine Trennungslinie zu ziehen. Werden Sie mit ihm zusammenarbeiten? Wahrscheinlich nicht, denn solange er der Meinung ist, er muss aus der EU austreten, sehen wir keine Gemeinsamkeit, obwohl wir bei der Beurteilung der schädlichen Wirkung des Euro durchaus Gemeinsamkeiten sehen. Aber wissen wir, brauchen Nigel Farage gar nicht. Wir brauchen nur die Konservative und Labour und die Liberalen. Es gibt in Großbritannien nur eurokritische Parteien. Darauf muss sich dann die deutschen Medien auch mal aufmerksam machen. Also wir brauchen nicht unbedingt uns rechtslastige Parteien auszusuchen, um mit denen zusammen gegen den Euro zu kämpfen, sondern es gibt respektable Parteien, auch heute schon im Europäischen Parlament. Sie werden in Tschechien keine einzige Partei finden, die heute noch für den Euro ist. Und in Schweden ist auch keine Partei mehr für den Euro. Und das sind alles nicht rechte oder rechtslastige Parteien, sondern das sind Parteien, die die Mitte der Gesellschaft repräsentieren in diesen Ländern. Also wir werden eine starke Unterstützung im Europäischen Parlament finden. Das ist der eine Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist, wir wollen dann sicherstellen, dass wir von dieser Plattform, dann können uns die Medien nicht mehr so ignorieren, wie sie es heute ja gern tun,
werden wir uns bei den nächsten Landtagswahlen einmischen. Und da haben wir 3 Landtagswahlen jetzt in Ostdeutschland in diesem Jahr. In diesen Bundesländern hat die AfD bereits bei der Bundestagswahl über 6% bekommen. Und ich bin sicher, sie wird ein weitaus besseres Ergebnis bei den nächsten Landtagswahlen erzielen. Das heißt, zu Ende des Jahres 2014 ist die AfD nicht nur im Europäischen Parlament vertreten, sondern auch in 3 deutschen Landtagen. Und dann geht's los. Dann kommen weitere 13 Landtagswahlen. Und ich bin sicher, dass diese Partei in jedem Landtag in Deutschland erscheinen wird. Und das strategische Ziel ist dann auch letzten Endes im Bundestag zu sein. Denn ich finde es einfach unerträglich, dass Deutschland das einzige Land ist mit einem Parlament, wo es nur noch Euromantiker gibt. Es gibt im Bundestag keine freie Diskussion über Alternativen zum Euro und die ist bitter nötig. Weil Sie sagen, die Medien kommen dann nicht an Ihnen vorbei, tun Sie jetzt schon nicht mehr. Also wenn Sie irgendwo auftauchen, sind da 50 Kameras. Was bedeutet jetzt Henkel für die AfD? Also viele Kritiker sagen, das ist so eine Art Persilmann, der kommt kosmopolit daher. Es geht nicht mehr darum, Deutschland vor dem Euro zu retten. Der kommt daher und sagt, wir wollen die europäischen Demokratien stärken. Wir wollen Europa vor dem Euro retten. Verändert durch das Wording auch im bürgerlichen Lager die Zustimmung für die Partei? Ich hoffe, wobei ich glaube, dass das gar nicht nötig ist, denn ich habe mich ja nun wirklich intensiv mit diesen Menschen in den verschiedenen Landesverbänden befasst. Da gibt es sicherlich noch unterschiedliche Ausrichtungen, aber es gibt nach meiner Meinung eine sehr starke und wachsende Gruppe von Liberalen, die klar die gleichen Werte und Ziele vertreten wie ich. Und das sehen Sie auch bei den Wahlen zum Beispiel jetzt auf der Liste zum Europäischen Parlament. Das sind alles Leute, die sind begeisterte Europäer. Ich habe noch keinen getroffen, der die EU abschaffen will. Aber sie machen sich Sorge über diesen Zentralismus in Europa. Sie machen sich Sorge darüber, dass um den Euro zu retten, alles harmonisiert werden muss. Die Gleichmacherei in Europa macht uns Sorge. Wir sind für Vielfalt und nicht für Einfalt. Und natürlich macht es uns Sorge, dass um den Euro zu retten, die Staatsschulden systematisch vergemeinschaftet werden, übrigens vergemeinschaftet werden müssen. Wenn man den Euro retten will, dann muss man einen zentralistischen, bürokratischen, harmonisierten und vergemeinschafteten europäischen Staat haben. Da haben die Euro-Retter völlig recht. Nur ich will so einen Staat nicht. Und ich halte es für völlig idiotisch, als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen ein ganz anderes Europa anzusteuern, als das, was wir früher mal wollten. Gregor Gysi sagt, 10% Idioten gibt es in jeder Partei. Wie können Sie jetzt so einschätzen? Wie ist es in der AfD? Kann ich nicht sagen. Also ich muss Ihnen sagen, ich war ja in Aschaffenburg dabei, da haben wir nur stundenlang getagt und heute Morgen, ich habe noch keinen Idioten getroffen. Aber um nochmal auf die Rolle der Presse zurückzukommen. Warum sagt die Presse, die AfD wäre rechtslastig? Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil natürlich die AfD, wie alle Neugründungen von Parteien, Leute anzieht, die eine eigene Agenda haben, in der Hoffnung, sie könnten die Partei nach ihren Wünschen umformen. Und da gab es gibt besonders viel Linke, es gibt auch ein paar Rechte. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass die Wahlforschungsinstitute festgestellt haben, dass 100.000 Wähler, die AfD bei der Bundestagswahl bekommen hat, von der Partei Die Linke kamen. Das wird aber unter den Tisch gekehrt von der Presse. Sie versucht, uns in die rechte Ecke zu schieben. Und das ist in Deutschland ein wunderbares Instrument, um einen politischen Gegner zu erledigen. Wenn sie mit seinen Argumenten nicht mehr klarkommen, und die ökonomischen Argumente gegen den Euro liegen ja auf der Hand, die politischen Argumente inzwischen auch, denn der Euro stiftet ja keinen Frieden, sondern Zwist und Zwietracht in Europa, man sieht das ja jeden Tag, dann bleibt eigentlich nur noch die Verunglimpfung der Person, die sich für diese Partei einsetzen, übrig. Und wie verunglimpft man am besten in Deutschland Personen, die man sie in die rechtsradikale Ecke stellt? Jetzt müsste die Presse eigentlich doch auch mal feststellen, mit welcher Akribie und mit welcher Energie der Vorstand dafür sorgt, dass die Leute, die sich in die Partei eingeschlichen haben, wieder herausgeholt werden. Das geht dann nicht ohne Ärger und Krach ab. Anstatt sich nun lobend über diese
Versuche, die ja alle erfolgreich sind, zu äußern, dass man die Leute wieder entfernt hat, wird also der Krach selbst thematisiert und die Tatsache, dass Leute versucht haben, in diese Partei einzutreten. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn die CDU, CSU, die FDP und die SPD mit der gleichen Akribie in den 50er und 60er Jahren aufgepasst hätten auf ihre eigenen Mitglieder, dann hätten sie der Bundesrepublik eine Reihe von NSDAP, SASS und Waffen-SS-Mitglieder in ihren Reihen und an entscheidenden Positionen in der deutschen Politik erspart. Wann kommt der Punkt, wo Sie sagen, den will ich nicht mit mir in der Partei haben? Was? Der Punkt kommt gar nicht, weil die Partei, und das gilt ja für alle Parteien, eine gewisse selbstreinige Kraft haben. Es ist ja nicht was Neues, dass Parteien Mitglieder, die gegen die Statuten der Parteien ausschließen. Und manchmal gelingt das nicht. Ich erlaube mir mal an den Fall Sarrazin zu erinnern. Hätten Sie gern so einen Sarrazin in der Partei? Oder ich persönlich respektiere Herrn Sarrazin und das Recht, seine Meinung zu sagen. Das Interessante ist nur, dass der Parteivorsitzende Gabriel damals meinte, der müsste aus der Partei entfernt werden. Und da gab es ein Parteiausschlussverfahren. Und in diesem Parteiausschlussverfahren hat Klaus von Donani, ein anderer SPD-Grande, Herrn Sarrazin verteidigt. Und nach einigen Sitzungen und dem Austausch von Argumenten musste das Parteigericht feststellen, dass nichts, aber auch gar nichts von den Anschuldigungen gegenüber Herrn Sarrazin übrig blieb. Herr Sarrazin ist immer noch in der SPD. Aber Sie respektieren Thilo Sarrazin so, dass Sie mit ihm vielleicht auch zusammenarbeiten würden? Aber selbstverständlich. Das ist ein Ehrenmann. Und ich habe selten in der Geschichte der Bundesrepublik eine solche Kampagne, um jemanden die Ehre abzuschneiden, erlebt, wie die Kampagne gegen Sarrazin. Das ging schon damit los, dass Frau Merkel sagte, sein Buch sei nicht hilfreich. Die hat es gar nicht gelesen. Und diejenigen, die ihn dauernd angegriffen haben, es nicht gelesen. Ich habe mich akribisch mit seinen Thesen auseinandergesetzt, ganz am Anfang schon. Und er hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Kinder von muslimischen Zuwanderern in der Schule nicht so gut abschneiden wie die Kinder von den Deutschen. Das ist eine Tatsache. Die kann man doch wohl auch äußern. Aber die kann man ja nicht genetisch festhalten. Moment mal, das hat er auch nicht. Nein, er hat aber gleichzeitig gesagt, und das wurde eben nicht thematisiert, dass die Kinder vietnamesischer Zuwanderer viel besser als die Deutschen abschneiden. Also man kann ihm ja wohl schlecht unterstellen, dass er irgendwie ein Rassist sei. Er hat einfach die zur Verfügung stehenden Statistiken benutzt, um auf eine Entwicklung aufmerksam zu machen, und hat gar keine Gründe dafür angegeben. Und diese Unfähigkeit der Deutschen, über solche Themen offen zu diskutieren, führt natürlich auch dazu, dass dann über Lösungen auch nicht mehr geredet werden darf. Ich war damals in der Zuwanderungskommission unter der Leitung von Frau Süssmuth und habe mich als langjähriges Mitglied von Amnesty International für eine dramatische Auswertung des Asylrechts in Deutschland eingesetzt. Ja, da waren aber in dieser Gruppe Leute, die das nicht wollten. Übrigens, das Asylrechtsprogramm der AfD ist liberaler als das aller deutscher Parteien. Erklären Sie mir das. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Wir sind die einzige Partei, die denjenigen, die hier auf die Entscheidung über ihr Asyl warten, das Recht zubilligen wollen, hier zu arbeiten. Ich will jetzt wieder zurück ins Europäische Parlament. Was anstehen wird, wird das Freihandelsabkommen sein. Mhm. Und wenn ich mir die aktuelle Debatte angucke, höre ich Gen Mais, Arbeitnehmerrechte und so weiter. Ich würde das gerne mal aus Industriesicht sehen. Mhm. Können Sie mir da helfen? Was bedeutet das für uns? Ich möchte hier keine Industriesicht vertreten, denn ich vertrete die Industrie nicht mehr. Aber Sie haben ja da Ahnung. Aber sie wäre wahrscheinlich mehr oder weniger identisch mit dem, was ich damals vertreten hätte. Ich hatte mich im Jahr 1998 sehr engagiert für das TAFTA eingesetzt. Das war der Vorläufer. Das ist das Transatlantic Free Trade Agreement zwischen der Europäischen Union auf der einen Seite und Kanada, USA und Mexiko auf der anderen Seite, also der EU und NAFTA. Und das ist leider dann nicht erfolgreich gewesen, wurde abgebrochen. Und die Argumente, die ich damals hatte, habe ich heute auch noch.
Deutschland ist, wie wir alle wissen, sehr erfolgreich im Welthandel. Wir sind der drittgrößte Exporteur der Welt. Wir sind der zweitgrößte Importeur der Welt. Und es gibt kaum eine Nation, die so von diesem Freihandel, zum Beispiel dem europäischen Binnenmarkt, profitiert wie unsere. Und deshalb ist eine Ausweitung des europäischen Binnenmarkts auf andere Länder nur von Vorteil. Überall, wo man den Handel befreit von Zollschranken und anderen Handelshemmnissen, stellt man fest, dass die wirtschaftliche Entwicklung prosperiert. Es gibt mehr Arbeitsplätze, es gibt mehr Wohlstand. Es kommt allerdings in Studien sagen 0,05% Wachstum im Jahr für Europa. Naja, also 0,05%, ich kenne die Studie nicht. Wenn die stimmen würde, dann ist das schon mal ein Wort, denn die Eurozone ist sogar geschrumpft im letzten Jahr. Also auf 0,05% Wachstum zu verzichten, kann sich vielleicht Amerika leisten oder China oder andere Wirtschaftsblöcke, aber nicht Europa, vor allem nicht die Eurozone, die ja schrumpft. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Wieso meinen denn manche, dass es eine freundliche Übernahme durch die Amerikaner ist? Das ist für mich eine typische Reaktion in Deutschland. Alles, was aus Amerika kommt, ist, und wir haben ja eine latente Anti-USA-Stimmung, die natürlich durch diesen NSA-Skandal auch im Augenblick besonders angefeuert wird. Aber auch auf vielen AfD-Seiten. Ja, das weiß ich. Ist mir schon völlig klar. Überall gibt es die. Auch bei meinen Kollegen in der Wirtschaft. Die teile ich nicht. Also ich kann mit irgendwelchen Vorbehalten gegenüber demokratischen Ländern gar nichts anfangen. Aber um das nochmal klarzustellen, wieso denn das? Also wieso soll das nur von Vorteil für die Amerikaner sein? Das ist doch grotesk. Dann sollten wir das nicht machen. Wenn also dieses Investitionsschutzabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa nur für die Kanadier und die Amerikaner von Interesse wäre, dann sollten wir das sofort abbrechen. Also Mexiko hat ja sehr gelitten unter dem Abkommen mit den USA. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woher Sie das haben. Also die mexikanische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, hätte sich nie in den letzten 20 Jahren so prosperierend entwickeln können, ohne die Tatsache, dass sehr viele Investitionen von Amerika und Kanada nach Kanada gegangen sind, nach Mexiko gegangen sind. Es gibt dort sehr viele Fabriken in Mexiko mit sehr viel zusätzlicher Beschäftigung. Und wenn Sie also diese Investitionen, die übrigens auch aus Europa nach Mexiko gekommen sind, wenn Sie die Auslandsinvestitionen heute in Mexiko nicht hätten, dann wäre das ein armes Entwicklungsland ohne jede Perspektive. Nein, so ein Abkommen ist grundsätzlich zu begrüßen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das hinter geschlossenen Türen stattfindet. Das finde ich nicht so gut. Und diese Geheimnistuerei führt natürlich dazu, dass alle möglichen Thesen und Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt werden. Übrigens auf beiden Seiten des Atlantiks. Glauben Sie doch nicht, dass die Amerikaner sich verbieten lassen wollen, gentechnisch verändertes Lebensmittel zu essen. Über 50% aller amerikanischen Lebensmittel sind seit 20 Jahren gentechnisch verändert. Es hat übrigens noch keinen einzigen Kranken gegeben. Übrigens gibt es einen gentechnisch veränderten Reis, der sogenannte goldene Reis. Wir alle wissen, dass es jedes Jahr in den Entwicklungsländern, vor allen Dingen in Indien, viele, viele Tausende, Zehntausende von Kindern gibt, die irgendwann blind werden, weil sie nicht genug Vitamin A haben. Das steht ihnen aber in der normalen Nahrungsangebot nicht zur Verfügung. Mit diesem neuen Reis kriegen sie den Vitamin A. Sie haben aber auch tausende Bauern, die Selbstmord begehen, weil die Geschäfte nicht mehr laufen. Also das hat da nun auch nichts mit zu tun. Auch das sind, also ich will mich auf die Diskussion jetzt hier nicht einlassen, aber dann können wir ja jetzt verkürzen. Es ist wirklich grotesk. Ich habe in Indien gelebt, im Gegensatz zu Ihnen. Im Jahr 1966, ein Jahr lang, und ich bin immer wieder in Indien gewesen. Damals hatte Indien 425 Millionen Einwohner und jedes Jahr ist 1 Million Inder sind verhungert. Heute ist Indien mehr als doppelt so groß, hat 1,1 Milliarden Einwohner und ist ein Reisexportland. Also die Tatsache, dass wir dort eine neue Lebensmittel- und Agrarkultur eingeführt haben, hat hunderte von Millionen Inder das Leben gerettet. Und wenn es tatsächlich zu irgendwelchen
Nebenwirkung gekommen ist, die man vielleicht hätte auch verhindern können, da muss man die gegen diese positiven Wirkungen doch aufrechnen. Ich kann doch nicht dauernd sagen, ich möchte keine gentechnisch veränderten Lebensmittel und mir ist egal, wenn jetzt irgendwo anders in der Welt da deshalb Menschen verhungern. Das ist eine arrogante, typisch deutsche Nabelschau. Das können wir uns leisten. Glauben Sie, dass Sie, also Sie werden ganz sicher, das wissen Sie auch mit vielen persönlichen Meinungen oft anecken innerhalb dieser Partei. Ja, und das, ich bin immer schon angeeckt, aber ich deswegen, ich tue das nicht, um anzuecken, sondern ich gehöre nicht zu denen, die ihre Meinung der jeweiligen Gruppe anpassen, in der sie tätig sind. Einer meiner Gründe, warum ich bei der IBM relativ erfolgreich war, ist, dass eben meine Manager Widerspruch nicht nur geduldet, sondern gefördert haben. Und das war auch mein eigener Managementstil. Wenn Sie aber in einem Umfeld sind, wo man nicht mehr das sagen kann, was man sagen möchte und was man glaubt, dann können Sie das vergessen. Es gibt gerade einen Hype im Internet, die sagen, Henkel, das ist unser Ron Paul, unserer Tea Party. Was sagen Sie dazu? Davon wusste ich nichts. Ich finde auch diese Gleichsetzungen sind wahrscheinlich auch unsinnig. Mir ist die Politik des Herrn Ron Paul in vielen Bereichen sehr sympathisch. Und er spielt auch in den Vereinigten Staaten eine Rolle, die auch dort überfällig ist. Denn ich habe ja nun auch in Amerika öfter gewohnt und mein ganzes Leben lang für eine amerikanische Firma gearbeitet. Ich kenne mich da ganz gut aus. Also auch dort gibt es sehr viel Political Correctness, die eine echte Diskussion um bessere Lösungen immer wieder blockiert. Vielen herzlichen Dank, bitte. Herr Henkel. Zum Schluss nenne ich noch drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erfolg ist nur dann möglich, wenn zwei Dinge passieren. Entweder Sie haben viel Glück oder Sie sind sehr fleißig. Männerparteifreundschaft. Finde ich schrecklich. Drittens, Front National. Finde ich auch schrecklich. Vielen herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Bitte, tschüss. Danke so. Auch, liebe Abonnenten. Also. Mein nächster Gast ist die Wirtschaftskabarettistin Anni Hartmann. Danke. Gut. Okay für Sie. Tschüss. Danke.